Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielen herzlichen Dank für die ganz arg vielen positiven Rückmeldungen auf unsere ersten Beiträge. Ja, viele Dinge bewegen mich, bewegen wahrscheinlich Sie alle gerade. Und an dieser Stelle vielen Dank, dass alle Menschen in unserer Stadt aus unserer Sicht sich vorbildlich verhalten und mit dem gebotenen Abstand zueinander diesen wirklich gerade auch eigenartigen Alltag meistern. Ja, man geht sich leider zurzeit aus dem Weg und es ist uns allen klar, das muss jetzt so sein, es hilft nichts. Aus meinem Büro hier im Rathaus habe ich einen der schönsten Blicke auf den Biberacher Marktplatz. Die gute Stube unserer Stadt, die Herzkammer, da wo es schlägt. Hier herrscht oft pulsierendes Leben und ein buntes Treiben. Hier kommt viel zusammen, was unser Städtle, was Biberach so liebenswert macht. Es ist ein Ort des Miteinanders, ein Ort der Begegnung, der Feste, dazu knapp 250 inhabergeführte Einzelhändler und Geschäfte, Kneipen, Cafés, Gastronomie und das alles in einem bunten, faszinierenden Mix. Und in all dem steckt sehr viel Biberacher Identität und Stolz auf unsere Stadt. Natürlich treibt uns alle auch die Sorge um, sind die Hilfen von Bund und Land ausreichend? Sind sie vor allem schnell und unbürokratisch da? Und ich habe in diesem Sinne mit allen unseren Abgeordneten gesprochen und sie da genau darum gebeten, dass es schnell geht und dass es unbürokratisch geht. Das ist die eine Seite. Der zweite Aspekt geht aber mal wieder in unsere eigene Richtung. Und deswegen meine eindringliche Bitte, stehen Sie in diesen schwierigen Zeiten treu an der Seite unserer Einzelhändler und unserer Gastronomen. Laufen Sie jetzt bitte nicht weg zu den Online-Giganten. Von A wie Amazon bis Z wie Zalando, die haben überhaupt kein Interesse an einer lebendigen Innenstadt. In Biberach oder sonst irgendwo. Stellen wir uns jetzt bitte vor und hinter unsere örtlichen Geschäfte. Bitte wartet Sie mit Ihren Einkäufen und Anschaffungen ab, bis Ihr Einzelhändler wieder in gewohnter Weise für Sie da ist. Übrigens nebenbei erstklassige Beratung und Service inklusive. Manche Händler bieten Ihnen trotz geschlossenem Laden auch einen Lieferservice an. Baubegemeinschaft und unsere Bibercard haben dazu eine Übersicht erstellt. Den Link dazu, den findet Sie unter dem Video in der Infobox. Das gilt übrigens auch für unsere Gastronomen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in Ihrem Lieblingsrestaurant in Biberach oder in Ihrer Stammkneipe einen Gutschein zu kaufen. Quasi als Vorbote für hoffentlich bald wieder bessere Tage, die irgendwann dann auch wieder kommen. Auf diesem Weg kann jeder ganz unbürokratisch seinen eigenen Corona-Kleinstkredit gewähren. In diesem Sinne hat sich eine Bewegung hier bei uns auch in Biberach gegründet, die genau dieses Konzept unterstützt. Support your locals. Diesem Slogan, den möchte ich mich eigentlich nur anschließen, fasse ihn aber noch größer. Support your city. Auch dazu nähere Infos unter dem Video. Gilt eigentlich immer, gerade jetzt aber mehr denn je. Lass den Klick in deinem Städtle, lass den Klick hier in Biberach. Vielen Dank.